Das sind die Kacheln in der Küche unserer Forschungsstelle Afrika, wo sich die meisten Besucher verewigt haben, wie hier dieser Besuch aus Ägypten zum Beispiel. Aber die interessanteren, die sind hier auf der anderen Seite. Hier ist zum Beispiel Hans Rothert, der ja praktisch der Freund von Al-Mashi, dem englischen Patienten, war. Der englische Patient hat ja einen riesigen Erfolg, eine riesige Verbreitung. Und der ist natürlich überhaupt nicht an den Originalschauplätzen gedreht, sondern also in Hollywood, in den Pappmaché-Höhlen, in Tunesien und sonst wo. Also es stimmt im Detail sehr viel, in der Gesamtgeschichte sehr wenig. Und das war natürlich ein guter Ansatz, in vielen Vorträgen zu zeigen, die wahre Geschichte dahinter und der wahre Al-Mashi und wie es dann in der Fiktion erschienen ist. Und wir haben zum Beispiel auch einen eigenen Film gemacht, 1999, der eben das immer gegenüberstellt, den Film und das wahre Leben von Al-Mashi und seinen Forschungen. Und das hat also schon immer viel Interesse erzeugt. Oder den Zeitartikel, den ich, glaube ich, direkt nachdem der Film erschienen ist, geschrieben habe, der auf großes Interesse gestoßen ist und sich angeblich die ganze Redaktion sofort draufgestürzt hat, weil alle kannten gerade den Film. Ich kam gerade von der Wahnschwimmerhöhle zurück, also die in dem Film ja eben fiktiv dargestellt wird, und habe dann eben so ein paar Sachen zurückgerückt und eben halt gleichzeitig jetzt unsere Arbeiten da präsentiert. Und das sind natürlich schon gute Beziehungspunkte, die dann immer so einen aktuellen Bezug bringen für die Öffentlichkeitsarbeit. Und das hat sicher nicht geschadet.